Waren Sie schon einmal am frühen Morgen auf einem Jahrmarkt? Das hat einen ganz speziellen Reiz. Spüren Sie es selbst hier am Beispiel des Jahrmarkts in Fischament. Jahrmärkte verlieren auch in der heutigen Zeit mit den Einkaufszentren und Großmärkten nichts an ihrer Faszination. Es gibt immer viel zu sehen. So wie diesmal in Fischament, als wir am Beginn des Jahrmarkts uns ein wenig umsahen. Die ganz umtriebigen Marktfahrer waren schon fertig, die anderen mussten noch aufbauen und einrichten. Speziell die älteren Mitbürger finden gerade hier ihre passende Kleidung und auch ihre gewohnten Haushaltsgeräte und Küchenhelfer in großer Auswahl sowie in bester Qualität. Und für die Jüngsten gibt es natürlich die verschiedensten Spielsachen. Man kann sich kaum satt sehen bei dieser Auswahl. Dass auch der Modeschmuck hier nicht fehlen darf, ist ja fast selbstverständlich. Nicht nur die Kleinen, vor allem auch die großen Naschkatzen werden hier noch richtig verwöhnt mit Süßigkeiten in Hülle und Fülle, von den Normal- bis hin zu Riesenschaumrollen. Daneben gibt's gleich die scharfen Soßen und viele Spezereien mit ihren typischen Gerüchen von heimischen und ausländischen Gewürzen. Und ein besonderer Geruch führt uns gleich zum nächsten Stand. Hier gibt's alles aus Lavendel, darüber hören wir gleich mehr. Das Besondere daran, dass es wirklich eine hohe Qualität hat. Es wird geerntet in Südfrankreich. Die Firma Châtelard, die bereitet uns die Produkte vor. Wir vertreten die in Österreich, wir sind Generalvertreter. Und unser Motto und unsere Botschaft dahinter ist, man soll wieder zu Naturprodukten greifen. Man kann auf Waschmittel verzichten, man kann auf Weichspüler verzichten. Und das ist natürlich wichtig, auch die Kinder, die Jugendlichen, junge Eltern darauf anzusprechen. Es sind Duschgele, Seifen, es sind Eselmilchseifen, Stutenmilchseifen. Es ist alles biologisch ausgezeichnet mit Biozertifikat. Der Lavendel ist auch für die Küche hier, der ist entstaubt, hat Apothekerqualität und zur Teezubereitung. Wir haben Kräuter der Provence zum Kochen, zum Grillen für den Sommer und das versuchen wir mal den Leuten ein bisschen näher und bewusster zu bringen.